bereit, mein König. Sag, Dinekas, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta. Damit willkommen zu Assassin's Creed. Assassin's Creed Odyssey. Böse. Haben wir noch einen? Alter.
böse, böse. Okay. Wie in Origins geht es erstmal los mit allen Fähigkeiten und einem One-on-One-Kampf. Komm und hol ihn dir! Deine Blutlinie endet mit dir, Spartiat! Ich trinke deinen Lebenssaft, denn die Krähen dir die Augen auspicken! Versuch es, und du wirst scheitern! Xerxes ist der König der Könige! Alle wollten sich ihm, wenn ich dich erst ausgelöscht habe! Komm, du Narr! Genug geredet, jetzt stirbst du! Mein Sohn ist mehr Krieger, als du es bist! Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle... Ja, ich glaube nicht, Kollege. Kein Gegner für einen Spartiaten! Wo hat er den Speer jetzt hingesteckt? Der hat sehr, sehr große Taschen. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten, wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Alter. Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Endlich. Wow, das ist Cass Layla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Abstergo, ja? Animus-Software? Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Was nochmal, normal oder einfach? Einfach können wir eigentlich... Ja, wir sind nicht so gut mit RPG-Mechaniken. Wir machen mal einfach, weil ich glaube, wir werden sowieso noch Wenn du das alles etwas oft genug verhalten. Ich kenn's. Ich kenn's von Origin. Geführter Modus? Traditionelle Spielung. Marke werden zu jeder Zeit angezeigt und Kiste automatisch. Was? Kiste oder Holz automatisch. Okay, das ist das, was wir vorgesehen haben. Jetzt ist die Frage, machen wir den Altmodus oder das, was wir vorgesehen haben?
ich glaube, das wird dann, also allein die Map ist so riesig, wenn wir auf Forschungsmodus machen, dass wir uns da einfach zu oft irgendwo verrennen. Weiß ich nicht, ich glaube, wir machen erstmal den geführten Modus. Traditionell, so wie man es halt kennt von Assassin's Creed, wobei hier wird ja eigentlich vorgeschlagen, ne? Dass man doch lieber den nehmen soll. Also das für Assassin's Creed Odyssey extra vorgesehen haben, den neuen Modus. Vielleicht können wir es auch zwischendrin noch ändern, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen mal den geführten Modus drin. Am Ende gehen wir sowieso auf eigene Faust irgendwo hin, nehme ich mal an. Gib mir alle Informationen, geführten die du Modus. Hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst, wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber, du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Männlein oder Weiblein? Ich glaube, mit dem Alexius. Den starken. Wir können aber auch Cassandra nehmen. Die haben wir übrigens schon gesehen gehabt. Wenn mich nicht alles täuscht, also vom Gesicht her. In Odyssee. Weißt du, die kleine Szene da auf dem Schiff. Könnte Cassandra sein vom Gesicht her. Ich glaube, das war die von Odyssee. Die Szene auf dem Schiff. Die eine Mission da, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, welche Folge müsste ich raussuchen. Oder ihr schreibt's mal, welche Folge das war von Odyssee. Dann könnt ihr ja als Kommentar unten dalassen. Dann kann ich es in die Beschreibung mit reinmachen. Wenn ich es nicht schon selber gefunden habe, mal sehen. Aber ich glaube, wir nehmen Alexius. Oh, gedrückt halten. Er wird uns den Weg zeigen, ganz sicher. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Hey, Captain. Paresti toni toro ed era rossi tosto Cardius proscopi ton suon porto Pagalenis Iodit aspem fixilionis omnios et love irona successa Ich? Also. Der Zyklop hat eine Nachricht für dich.
Wie redet ihr mit mir? Sag deinem Boss, die kann er sichern sein. Na, Alter. Malaka! Malaka. Okay. Wenn du spielst gern den Harten, dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich was lehren will. Oh. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Danke für die Warnung. Was ist mit dir passiert? Noch nichts. Gar nichts, Vöbel. Jetzt ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar. Bedien dich ruhig. Genau. Hast du ja auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Alexios? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ach komm, lass mal ihre Träume. Wir werden den Zeus auf jeden Fall fragen. Wenn wir uns sehen. Ich versuche, ein gutes Wort für dich einzulegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also. Seit gestern? Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut. Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Na, wieder wach? Noch eine Runde? Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtlich verbogene Konsequenzen. Okay. Gut abwägen müssen wir. Also kämpfen. Okay. Verschwindet, ihr seid tot. Ja, ich glaube, die wurden ja eh dafür bezahlt. Lass doch mal heimgehen. Genug jetzt. Sagt diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Tschüss. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. Ach, und jetzt hast du nichts an, oder was? Okay, wir gehen erstmal hier rein. Kapitel 1, so fängt das an. Okay, das ist dann schon markiert anscheinend. Inventar. Schön, schön, schön. Was haben wir hier? Ab Level 5. Ah ja, übrigens, wir haben die Gold Edition. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch schon so viele Waffen. Gravurenliste. Ein Bögeli. Ein Helm.
alles erst später. Lalalala. Gut. Ziehen wir sie an. Kriegerscharen, ja. Ja, so ein bisschen Leder oben drauf, nicht? Das nicht so anziehen? Na gut. Gebrochener Bogen, okay. Unentdeckt, 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 unentdeckt. Alles unentdeckt. Okay. Aber da sieht man schon mal, wie klein die Map doch geworden ist am Ende. Alter. Alter. Okay. Meter, ja. Ich glaube, wir sollten erstmal dahin gehen, wo wir hin sollten. Frame-Drops haben wir aktuell keine. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Warum? Hier entdeckt. Da ist es ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Marcos. Marcos, und warum stehen die hier eigentlich so komisch? Wollen die uns aufhalten? Ich glaube, wir kriegen hier Ärger. Die warten doch auf irgendwas. Kannst du mir doch nicht erzählen. Also wir sind auf jeden Fall auf der. Warte mal, jetzt hoch, das ist rein so. Unentdeckt, das ist rechts von uns. Und Marcos ist hier vorne. Okay. Gut. Ich glaube, die attackieren uns jetzt. Mal, können wir die eigentlich... Was jetzt? Du entkommst! Oh. Das sind Attentäter. Okay, die haben es auf jeden Fall auf uns abgesehen.
den Stecker! Oh. Waren das alle? Das muss das Weingut sein. Direkt vor mir. Okay. Schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jede einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Alexios, so ein Glück. Föbe war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus? Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Okay. Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Mhm. Ah, so einfach ist das. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, mein Freund, sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, mein Freund. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Irgendwie leid er von jedem, aber kann das sein? Doris? Wie dumm kann man sein? Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Doris kriegt sein Geld, ich kriege meine Zinsen und du hast was zu tun. Gefalenia ist traumhaft, nicht wahr? Boah. Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich hab das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn's sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Mhm. Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Alexios. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut. Aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, mein Freund, natürlich. Such dir eins aus. Schön, wir kriegen ein Pferdchen.
was von denen da. Ah, Skyros! Du hast ein gutes Auge, mein Freund. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Mhm. Ah, mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Okay. Ist das... Nee, ich glaube, alle Pferde sind doch gleich, oder? Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Ich glaube nicht, dass das kriegerische Fähigkeiten haben würde, aber mir gefällt das in der Mitte eigentlich ziemlich gut. Schimmel, weißes und normales. Ich kenne mich mit Pferden ja nicht so aus. Ich nehme das mit. Gib mir das mittlere Pferd. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Mir gefällt aber das Pferd. Ich muss da nicht drüber. Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Marcos. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Duris hast. Ah, Euterpe, es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phoebe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Alexios. Und los.